Yo ho ho Leute und herzlich willkommen zum zweiten Türchen des CS:GO Adventskalenders 2018. Und heute gehen sogar vier Skins raus, vier Preise, weil heute wird ja auch noch der Gewinner vom, also beziehungsweise das Giveaway vom monatlichen Giveaway November gezogen. Das war ja noch eine AWP, außerdem auch was offen ist. So, heute gehen mal für den Adventskalender. Der erste Preis wäre ein Handschuh Key. Der zweite Preis wäre eine... Wieso ist das so im Durcheinander? So, das Inventar packt gerade ein wenig. Nice. Der zweite Preis ist eine UMP 45 Primal Saver in Minimal Wear. Und als dritten Preis haben wir eine AWP Mortis in Field Tested. Nice AWP übrigens. So. Und wie gesagt, geht dann so, wird dann noch die AWP Asimov ausgeraffelt. Die ist hier. Und machen wir dann zum Schluss. So, erstmals an die Boys, die was zum ersten Mal einschalten und sich fragen, hey yo, wie kann ich da mitmachen? Ihr müsst einfach ein Abonnent meines Kanals sein, dieses Video hier positiv bewerten und einen Kommentar unter diesem Video schreiben. Dann seid ihr bei der Ziehung, also bei der morgigen Ziehung mit dabei. Und yo. Die Gewinner von gestern setzen ja heute, wie gesagt, aus und sind dann erst ab morgen wieder mit dabei. Und die Gewinner von heute setzen dann den morgigen Tag aus und sind dann erst ab übermorgen wieder mit dabei. So, der Key geht raus an den Boy. New Age. Könnte ich dann einfach dir den Screen schicken. Yo, also mal Glückwunsch an dich, du bekommst den Key. Die MP7, die geht raus an den. Günther König, Almos Kin wäre geil, Bro. Ja, bitteschön, hast eine MP7 bekommen, eine Nemesis. So, der dritte Preis. Die die AWP Mortis, ich komme jetzt gerade schon durcheinander. Die AWP Mortis geht raus an den. Wonny K. Punkt, alles fresh. Ja, bei mir ist alles fresh, bei dir ist anscheinend auch, weil du hast eine AWP Mortis gegadet. So. Und die AWP Asimov, die war ja über ein Clean Giveaway. Da werden wir jetzt auch den Gewinner ziehen. So, es war ein Skin, ein Winner und der Gewinner ist Alex Moos. Glückwunsch an dich. Ich werde, so, die drei Gewinner von dem Adventskalender Giveaway, die werde ich unter den Kommentaren kontaktieren oder ihr schreibt mir oder schickt mir eure Trade-Well, je nachdem wer schneller ist. Und den Gewinner von der AWP Asimov, den werde ich per E-Mail kontaktieren, also check mal dein E-Mail-Postfach, Alex. Am 24. am Ende, also am letzten Tag, gibt es ja dann noch als Hauptpreis einen Bowie Knife Knight Minimal zu gewinnen. Ja, ist Minimal. Das war ich mir gerade nicht mehr so sicher. Weil das Ding einfach so clean aussieht. Es hat halt ein paar Kratzer nur hier vorne, aber das ist halt, ja. Ist ein richtig nice Snipe und passt übrigens momentan auch sehr gut zu meinen Handschuhen, zu meinen neuen Handschuhen, deswegen gebe ich das jetzt eigentlich auch ungern hier. Oh yes. Passt auch irgendwie zu meinem Kostüm, die Handschuhe. Krasse Sache. So, und weil ich, was ich noch sagen wollte, ich wurde gefragt, ob es erlaubt ist, dass man sich mit mehreren Accounts anmeldet, beziehungsweise mit mehreren Accounts mich abonniert und kommentiert und das Video bewertet, damit man halt eine höhere Chance hat zu gewinnen. Sagen wir mal so, eigentlich nein, nur wenn es wer macht, kann ich selber nichts dagegen machen und ich weiß jetzt auch nicht, ob das nicht schon wer macht, also am besten sagt dir nichts, erwähnt dir nichts, keiner weiß es. Also, wisst ihr, was ich meine? Ich kann dagegen halt nichts machen. Wenn jetzt sagen, wenn da jetzt sich hier jemand 4-5 Accounts erstellt und mich damit abonniert und meine Videos kommentiert und so weiter. Kann ich auch nicht nachverfolgen oder kontrollieren, das ist jo. Nur so, dass ihr halt mal Bescheid wisst. Und ich wurde auch noch gefragt, ob man eine höhere Chance hat, wenn man mehr Kommentare schreibt. Nein, habt ihr nicht.
Es wird nur ein Kommentar pro Account genehmigt. Also dieser Drawpool, wo ich die Kommentare ziehe, der kann ich das halt angeben, jo, mehrere Kommentare pro Account oder nur ein Kommentar pro Account. Und ich mache ja nur mit einem Kommentar, weil ja laut YouTube Community-Richtlinien ist es ja nicht mehr erlaubt. Haben manche vielleicht auch letztes Jahr schon mitbekommen. War eine funny Story eigentlich jetzt im Nachhinein. Und dann wurde ich auch noch gefragt, ob ich jetzt jeden Tag hier so sitze mit dem Kostüm. Und nein, das tue ich nicht, das mache ich nur am Wochenende. Weil ich da einfach mehr Zeit habe, die Videos aufwendiger zu bearbeiten. Wenn ich wirklich jetzt jeden Tag ein Video hochlade, was ich hier mache bis zum 24. Dezember. Das Ding ist ja, ich bin ja unter der Woche arbeiten. Ich komme dann jetzt von der Arbeit nach Hause und mache dann erst das Video. Deswegen kommen die auch immer abends online. Und ich werde das auch so handhaben, dass die am Wochenende auch immer abends online kommen. Weil damit einfach so dieses 24-Stunden-Rad entsteht, dass ihr mehr oder weniger 24 Stunden Zeit habt pro Video, dass ihr da halt immer teilnehmt. Dass das halt immer gleich bleibt. Jo, dann war es auch wieder mit dem Video für heute. Morgen, wie gesagt, komme ich dann ohne Kostüm. Und jo. Und nicht vergessen, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid, dieses Video hier positiv bewerten und einen Kommentar darunter schreiben. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch mehr schreiben, bringt euch aber nichts. Aber jo. Es ist trotzdem Support für mich. Dann sage ich auch noch ciao und bis morgen, euer Santa Elmo. Beziehungsweise Santa Elmo kommt ja erst wieder freitags. Oder vielleicht auch samstags. Ich weiß es nicht, wann ich freitags nach Hause komme. Freitags. Aber wir sehen uns auf jeden Fall morgen. We'll be right back.